Und damit sei gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignodem zu einem neuen Part in der Pronia mit dem Zwergenfürst. Ich hebe mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Okay, hier sind wir stehen im letzten Part. Ja, ist gut. Ich nehme uns Inventar rein. Gekautes Kaugummi. Okay, das ist das Einzige, was wir gerade im Inventar haben. Sardellenautomat. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Oh, Sardelle. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ja, das hättest du. Sardelle. Ja, der Automat, der ist jetzt ziemlich laut. Den hätten wir mal ausstellen sollen. Ausstellen? Geht wohl nicht. Müssen wir jetzt anlassen. Ja gut, ist jetzt Inventar. Sardelle am Spieß. Okay. Ja, die Lampen. Vielleicht können wir jetzt mit der Sardelle. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Tja. Diese Lampen haben, ich weiß. Ja, die Lampen. Ich soll jetzt was mit der Forelle machen. Untersuchen. Boah. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Die selber. Och nö, Rufus. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Hat er jetzt die Sardelle gefressen? Oh Mann, er hat. Okay, jetzt haben wir eine Zuckerwatte. Geschmacklos. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Ja, wir wollten eine andere Geschmacksrichtung. Hebeln. Jetzt steht er auf Calzone. Nee, Calzone ist jetzt nicht so meins. Jetzt steht er auf Phosphor. Ich finde schöne Phosphor-Zuckerwatte. So, hier. Zack. Phosphor-Zuckerwatte. Und wir haben eine Phosphor-Zuckerwatte. Und ein kautes Kaugummi. Ja, gut. Vielleicht kommen wir damit jetzt hier weiter. So. Hier runter. Na komm. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir doch eine Kinderwand. Eine Mosaikscheibe. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Dann machen wir mal Licht. Klappe. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Wir müssen binär denken. Eine Fackel. Vielleicht können wir hier... Ja. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Kaugummi kann nie genug Zucker haben. Das hält auch ohne Kaugummi. Okay, nehmen wir es mal mit. Ich sagte, nimm es mit. Nimm deine Zuckerwatte wieder mit. So. Wir müssen irgendwie die Zuckerwatte zum Brennen bringen oder irgendwie zumindest zum Leuchten. Scheint mir fast so.
Wir kriegen wir die Zuckerwatte zum Leuchten. Vielleicht. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Okay. Der Mönchschor war ein bisschen leiser. Die Maschine war zu laut. Ja. Okay. Na dann, die leuchtet doch jetzt schon sonderlich schön. Renn damit. Oh. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Na, da sieht das bei Licht betrachtet schon anders aus. Und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Aha. Okay. Nehmen das mal lieber wieder mit. Und gehen mal hier entlang zum Turm. Oha. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas anstellen können. Sieht eher weniger gut aus. Dann können wir gerade weniger Gutes machen. Dann wieder rein zur Eingangshalle. Na, vielleicht hier zur Bahnhofshalle. Na. Aha. Das sieht aber seltsam aus hier. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge, ich brauche mehr Licht. Das kannst du kriegen. Das ist auch eine Klappe. Na dann mal rein mit der Beleuchtung. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und rechnen ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Ja, nehmen wir uns die Zuckerwatte wieder mit und gehen mal hier rüber. Aha, okay. Nur Schlamm und Staub, mehr kann ich nicht erkennen. Okay. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Mysteriös. Okay. Lampe. Das einzige Licht hier hinten. Das hält auch ohne Kaugummi. Ach was. Okay. Hier gibt's nichts Wundertolles. Nee, nicht so. Warte. Musikstein auf dem Boden. Ach, das ist hier vorne. Die nehmen wir uns mit. Und zwar ein Mosaikstein. Interessant. Wo geht's hier hin? Kieselsteine. Nehmen wir uns auch mit. Zum Fahrstuhl. Oha. Ist das der Fahrstuhl zur Aufstiegsstation? Das war's nicht. Das vielleicht. R-U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Tja. Zur Plattform. Verdammt. Funktioniert denn hier gar nichts?
Die Tür ist verschlossen. Oh, Öltank. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Ich habe aber eine fackelartige Zuckerwatte. Seife. Seife? Wir hatten eine Vereinbarung. Schon vergessen. Für Rufus. Wischmopp. Oh, einen Eimer. Den nehmen wir auch noch mit. Ein Seife, ein Rufus-Inventar. Das ist was ziemlich Außergewöhnliches. Ah, damit können wir doch bestimmt jetzt mit Sicherheit so die Seife jetzt mal in den Eimer. Kombiniere Seife mit Eimer. Muss ich erst was in den Eimer? Wasser oder so? Ach, Blödsinn. Wasser in den Eimer. Das allein reicht nicht. Ich brauche Toni. Ich brauche Toni. Ja, das kann man so gut. Wenn man das überspringt, kann man das so gut aus dem Zusammenhang reißen. Wasser. Okay, ich habe da drüben was gesehen. Sekunde. Das ist zwar kein Wasser, aber wasserähnliches Zeugs zumindest. Es reicht hier auf Deponia. Klares Wasser wirst du hier nicht finden. Die grüne Brühe hier, vielleicht kann man die hier irgendwie. So. So. Können wir nicht? Eimer. Man sollte immer einen Eimer in der Manteltasche haben. Ja. Also nicht. Oh, okay, jetzt sind wir hier. Hupe. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube und nicht zwei Autos weiter. Aha. Okay, die wird uns später vielleicht noch irgendwas helfen. Ah, hier ist eine Kurbel. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Telekinetische Kräfte? Wie kommst du denn darauf? Ich spare mir... Gabel. Ich spare mir... Ja. Wie kommen wir jetzt... Das ist ein Schnabeltier über Rufus. Ein kleines Schnabeltier. Interessant. Wie kommen wir jetzt an das Wasser ran? Rufus verschwindet in der Dunkelheit. Jo. Tja. Wir bräuchten etwas Wasserähnliches. Ein Wasser, sauberes Wasser werden wir hier wohl kaum finden, aber. Ja, vielleicht können wir hiervon irgendwie was. Niemals. Die Schneise der Verwüstung hinter mir ist mein Geschenk an die Nachwelt. Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Okay. Gut. Kann man nicht in den Eimer packen. Nein, Schmerzheim ist es zu spät. Die Mainbike-Fahrt ist vorbei. Schade eigentlich. War spannend. Gut. Tja. Niemals. Die Schneise der Wiese. Ja, okay. Hier gibt es also erstmal kein Wasser. Wo kriege ich Wasser für meinen Eimer her? Oder geht das irgendwie ohne? Ja, da ist doch sowas wie ein Fluss. Da könnten wir doch einfach eigentlich
Ja, warum nicht, Rufus? Warum nicht? Man sollte immer... Ja, okay. Kombinieren. Muss nicht erst was in den Eimer? Was? Ja, schon, aber... Ja, schon, aber... Ich habe keine Ahnung. Gehen mir hier langsam die Optionen aus. Hinunter und hinauf.